A perfect song for heute mit Malik Harris, der da ist. Malik, ich gebe dir ein Szenario. Danke. Und zwei Songs. Alles und du klar. Sagst mir dann, welcher Song für das Szenario am besten ist. Kriege ich hin. Also, wir schließen nochmal an. Es ist soweit. Es ist wieder eine fucking Live-Show. Du bist backstage, draußen warten tausende Leute. Mhm. Und mit welchem Song machst du dich nochmal heiß? Ist es All I Do Is Win? All I do is win, win. Oder ein bisschen melancholischer, aber es pusht mich trotzdem, wenn ich den beim Feiern gehen höre. Mhm. Macklemore and We Danced. And we danced. And we cried. And we laughed. And had a really, really, really good time. Take my hand. Nicht einfach. Es ist beides sehr, sehr gut. Mal kurz überlegen. Also, ich glaube, dadurch, dass ich definitiv sowas von aufgedreht sein werde, wenn es soweit ist und gar nicht mehr klarkommen, wird es dann noch eher All I Do Is Win sein, wo es einfach von der ersten Sekunde auf die Fresse geht. Ja, schön. Definitiv. Dann, jetzt ist es leider schon ein bisschen vorbei, der Sommer, aber es ist noch nicht so lange her, wir können uns noch erinnern. Du hattest einen wirklich perfekten Tag, es hat alles geklappt, du bist im Urlaub, hast dir ein schönes Cabrio gemietet und fährst dann in Begleitung oder auch nicht an der Küste entlang. Der Sundowner kommt. Hörst du dann von Justin Bieber Holy? Oder ist es von dem allseits beliebten Bon Iver Skinny Love? Oh, damn. And I told you to be patient, and I told oder? Saugeile Nummer. Oh, das ist schwer. Beides mega. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Okay, ich sitze im Auto. Ich spüre die warme Brise. Ja, doch, ich glaube tatsächlich. Nee, ich glaube, es ist doch Holy. Von ja? Justin Bieber, tatsächlich, ja. Jetzt war ich kurz eher bei Bon Iver, aber irgendwie jetzt, wo ich es mir vorstelle. Das ist irre, weil Bon Iver nämlich sehr gerne bei dem Spiel, weil Künstler und Künstlerinnen den einfach verehren, so habe ich das Gefühl. Und du bist der allererste, der sich gegen ihn entscheidet. Echt, oder? Ja. Boah, scheiße. Hoffentlich also, erfährt das nicht. Primär, ja. Ich bin großer Fan. Den kann man auch nicht gut finden, finde ich, oder? Der ist schon, ja, der ist schon fantastisch. Saugeil, ja. So, nächstes Szenario. Die Freundin hat einen verlassen, der Freund hat einen verlassen. Mhm. Es ist die zweite Phase der Trennung, wo man schon ein bisschen, wo man nicht so richtig heartbroken ist, sondern so ein bisschen darüber hinweg ist. Und man ist dann, man fährt auch im Auto, Autobahn, Nacht, die Lichter ziehen an einem vorbei. Und man kommt in diesen Schmerz aber nochmal rein und versucht ihn aber mit der Musik zu verarbeiten. Mhm. Ist es Someone Like You von Adele? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Oder ist es ein aktueller Song, der gerade richtig rasiert, The Kid Laroi mit Without You. So there you go, oh, can't make a wife out of a hole. Doch. Oh, ich höre mich schon schreien. Ja, ja, der ist alright. Definitiv. Ich würde so schön dramatisch vor sich hin brüllen. Letztes Szenario. Es ist wieder Live-Musik erlaubt. Wir sind auf großen Konzerten. Ist es in New York auf dem Times Square Empire State of Mind von Alicia Keys? You welcome, OG. Junge, ich hab so Bock auf Konzerte, Alter. Oder ist es Don't Look Back in Anger von Oasis in Manchester? Scheiße. Oh, es ist beides schön. Oh, ich hab richtig, boah, ich krieg richtig Gänsehaut. Ich kann es fast nicht, ich kann es eigentlich nicht entscheiden. Also, was ja? Nee, also beides, aber vor allem Empire State of Mind, das war im letzten Corona-Winter, als es mir so richtig schlecht ging, habe ich mir, glaube ich, dieses Video tausend angeschaut, weil wenn Jay-Z auf die Bühne kommt und er überrascht in dem Moment Alicia Keys. Und sie auch so, oh genau, mein Gott. Das ist der, boah, so ist das geil. Krass. Oh, okay. Ja, vielleicht ist es der auch irgendwie, das hat so eine Magie, auch diesen Song dort zu spielen und so. Irre. Das ist schon Wahnsinn. Schaut euch das an. Unbedingt. Malik, das war's. Geil. Nice. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat Spaß gemacht, Alter. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, wir sehen dich vor allen Dingen bald wieder auf großen Bühnen. Yes. In der Crowd. Ich freue mich so krass drauf, ey. Malik, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank dir, ey. Hat Spaß gemacht.